Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Es ist 8 Uhr morgens und zwar warte ich interessanterweise auf die Möbellieferung für ja, das Zimmer quasi meines jüngsten Sohnes. Na, dann ist dann danach quasi die Aktion Renovierung und Transferierung von Kinderzimmer zum Jugendzimmer abgeschlossen. Und ja, es kann also sein, dass hier während ich hier quatsche, ja, irgendwelche Leute auf einmal klingeln, dann muss ich hier mal kurz unterbrechen. Geplant, wie gesagt, ist es nicht, weil die sollten eigentlich erst ab 9 Uhr auf der Matte stehen, haben sich natürlich so ein Zeitfenster gelassen von 3 Stunden. Also das heißt, in der Zeit zwischen 9 und 12 müssten die vorbeikommen. Und da ich jetzt eine Stunde früher bin, müsste es eigentlich funktionieren, ne, dass man quasi diesen Part hier ungestört über die Bühne kriegt. Ja, es dreht sich heute oder in diesem Video sozusagen um den Nachfolger, ne, einer Buchbesprechung sozusagen von Selene 2 sozusagen. Heißt zwar jetzt nicht Selene 2, sondern Flammengleiche. Wieder von Christian Pfeiler, natürlich ist logisch, ne, ist ja klar. Und ja, wundert euch nicht an meinem Aussehen, ne. Ich habe mich jetzt nicht dazu entschlossen, ein, ja, ich weiß auch nicht, ein ökologischer Waldschrat zu werden oder so. Bei mir ist es mit dem Bart so, ja, dass gewisse Zeiten sozusagen ich den wachsen lasse, wie zum Beispiel im Urlaub oder wenn irgendwie EM oder WM ist, ne, so vom Prinzip, dann lasse ich den wachsen, solange unsere Mannschaft da noch spielt. Und danach kommt das dann wieder alles runter. Das Problem ist nur, ja, ganz einfach, weil sich mein Rasierapparat verabschiedet hat, ne, den ich über 20 Jahre besitze und benutze. Und aber macht euch da keine Gedanken, ich habe schon einen Ersatz bestellt, der ist unterwegs. Und mir sind auch so ein paar Kleinigkeiten schon aufgefallen. Und vielleicht mache ich da ein kleines Video mal drüber. Ich weiß es noch nicht so ganz, ihr Lieben. Ne, das kommt auch drauf an. Ja, wie ich mich fühle oder wie meine Stimmung ist und so. Das ist jetzt mein erstes Video sozusagen seit einer gewissen Zeit, was ich hier mache. Ne? Das ist auch so ein bisschen für mich so zu sehen, ob ich da überhaupt noch im Moment jedenfalls Spaß dran und Freude verspüre, weil meine Stimmung ein wenig im Keller ist, aber schon seit längerer Zeit aus diversen Gründen. Ja, und dann vielleicht fällt euch auch noch auf, ich habe eine ganz andere Brille an. Klar, das ist natürlich passend jetzt dazu, ne, zu dem Buch. Das ist meine Lesebrille. Aber es hat noch einen anderen Grund. Nicht, dass ich jetzt hier große Passagen vorlesen möchte, sondern ja, meine richtige Brille, die ich sonst immer habe, die ist hin. Also die ist hinüber. Ne. Mir ist vor einer Woche ungefähr die Abdeckung, also diese, ich weiß auch nicht, diese Furniertür, diese schwere Furniertür meines Kühlschranks, ja, bei einer Aktion sozusagen ins Gesicht gekippt und genau auf die Brille gefallen, ne, sozusagen. Die lag da in Flugrichtung, so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Und wenn die nicht da gewesen wäre, um diesen Stoß aufzufangen, ihr Lieben, weiß ich nicht, was dann passiert wäre. Ne? Also vom Prinzip, ja, hätte ich bestimmt eine Platzwunde gehabt am Kopf oder wäre erschlagen, ne? Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, und was war mit dem Kühlschrank passiert? Ja, durch diese ständigen, ja, Temperaturschwankungen nehme ich mal an. Ne? Meistens war natürlich mieses Wetter und so weiter, aber es gab ja doch Schwüle und dann wieder Kälte und da hat sich irgendwie ja die Tür verzogen und der Kühlschrank, der ging immer wieder auf, der blieb nicht zu. Und dann habe ich das so gemacht. Da kann man ja an dieser an diesen Scharnieren da irgendwie noch verstellen mit so Schräubchen, ne? Weiter reindrehen oder weiter rausdrehen, dann hebt und senkt sich das Ganze und dann habe ich das so ein bisschen runtergesenkt, dass der gegen die Tür des unten liegenden Gefrierschranks sozusagen gegenstößt und dann blieb sie zu, also sie wurde festgeklemmt, ne? Durch die andere Tür. Nachteil war, ja, dass wenn ich eine Tür aufgemacht habe, auch die andere aufging. Ne? Also es ging immer zwei Türen auf. Das hatte ich einem Nachbarn irgendwie so beiläufig mal erzählt. Und der sagte, ja, ich komme mal vorbei, ich gucke mir das an. Und das war so diese Aktion gewesen, ne? Dass er dann vorbeikam und sich das anguckte. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht hat der irgendwie noch mehr Ahnung davon.
wo man da rumschrauben muss und so. Ja, eigentlich ist es eine Sache mit dem Schraubendreher, ne? Ihr wisst das. Und der fing dann an, da irgendwie Sachen abzubauen. Also schraubte hier und schraubte da und so weiter und so fort. Ne? Und da habe ich mir schon gedacht, so, was schraubt er da alles ab? Ne? Also irgendwann muss ja die Tür abfallen. Ne? Und in dem Moment, wo ich das denke und einen Schritt nach vorne mache, um für den Notfall gerüstet zu sein, die Tür aufzufangen, falls er abfällt, ne? Kippt die auch schon so über seine Hand rüber, ne? So, und wird schräg und fliegt schrägerweise so mitten in meine Visage. Ne? War eine interessante Geschichte. Ja, habe ich erstmal Sterne gesehen, die ganze Zeit lang, ne? Und war nicht lustig, kann ich euch sagen. Ja, und die Brille, die hat's verbogen, ne? Also die hat einen Schlag weggekriegt, es war alles verzogen, das ganze Gestell ist defekt, Gott sei Dank nicht die Gläser. Und ja, die befindet sich zurzeit in Reparatur, ihr Lieben. Aber Problem ist halt, ja, dass die Filialen, die hier in der Nähe sind, allesamt geschlossen sind, weil die verwüstet sind durch das Hochwasser, ne? Und die nächste Filiale, ja, in der Eifel liegt, ne? Also sozusagen, ja, Walheim, ne? Also schon ein bisschen weiter weg. Da ist noch eine Filiale des Optikers und ja, ich will hoffen, dass sie das wieder hinkriegen, ihr Lieben, weil das war nämlich meines Erachtens eine teure Brille. Ne? Also die habe ich mir damals gegönnt, als meine alte auseinanderfiel und habe gedacht, da kaufst du mal was mit mehr Qualität sozusagen, dann hält es auch länger. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, so, aber so viel zu dem Vorgeplänkel. Kommen wir jetzt zu Selene 2, Flammengleiche. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ihr Lieben, ein schönes Buch wieder mal, ne? Setzt quasi genau da an, wo das erste Buch, Moment, das erste Buch, Selene, ihr wisst es, aufhörte. Das fand ich ja auch schon stark. Und ja, was kann man dazu sagen, ohne zu viel zu verraten, ihr Lieben? Es ist ja jetzt quasi ein Buch und vielleicht muss ich, da muss ich auch mal, ich weiß auch nicht, wie ich es mache, ihr Lieben mal zeigen irgendwie, wenn ich es hinbekomme. Ich halte es erstmal so in die Kamera, ihr Lieben. Ihr seht schon, ohne dass ich jetzt da groß irgendwie Vergleiche machen muss, das untere Teil ist das erste Buch und hier oben das zweite. Ihr seht, dass der Umfang ein wenig dezent geschrumpft ist. Ich habe da mal nachgeguckt. Das große hier, also das erste Buch, hat 500 Seiten. Und jetzt gucke ich mal, was das Nachfolgeteil hat. Ich meine irgendwas mit 350 oder sowas. 357 hat, ja, ist die Rückseite, ihr Lieben, von dem Buch. Eigentlich auch schon wieder schön gestaltet. Also eine reduzierte Seitenanzahl, etwas weniger, also rund 150 Seiten weniger. Aber ihr werdet es nicht glauben, vom Prinzip macht das überhaupt nichts aus. Ich habe auch gedacht, das macht sich irgendwo bemerkbar, aber ist überhaupt nicht so. Die Geschichte ist so kompakt ab einem gewissen Punkt, sag ich mal, dass sie überhaupt gar nicht das Gefühl vermissen lässt, dass da irgendwas Großes fehlt. Also der Umfang des Buches ist gefühlt mehr als das, was das erste Buch geboten hat. Ne? Also man vermisst da jetzt nichts irgendwie oder kommt einem, weiß ich nicht wie vor, dass es viel kleiner ist. Ist überhaupt nicht so. Die Geschichte ist viel, viel größer. Ne? Muss man schon sagen. Kann von mir aus auch gerne so bleiben, ne? Weil es ein bisschen kompakter geschrieben ist. Also es ist kompakter als das größere und da passt quasi sogar mehr noch in ein kleineres Buch rein als in dem größeren. Aber das soll jetzt kein Manko sein oder sowas. Ne? Ich habe sowieso den Eindruck gehabt, also wie gesagt, es geht natürlich von der Geschichte her genau an der Stelle weiter. Wir befinden uns da, wo das erste Buch uns hinterlassen hat, quasi in den Ferien der Protagonisten. Es beginnt auch schon so, wie das erste aufgehört hat, und zwar, dass das gemächlich so weitergeht. Er legt seinen Fokus quasi so auf die Ausschmückung der ja, Hauptfiguren, ne, so, dass man wieder also mehr erfährt als ja, die Entwicklung quasi sozusagen, die schreitet ja weiter, ne, und
Jetzt haben wir es quasi mit einem Dreiergespann erstmal zu tun. Da ist ja quasi die besiegte Schwester aus dem ersten Teil. Die hat eine gewisse große Rolle jetzt quasi, die dann quasi wieder erscheint und mit diesen Protagonisten quasi erstmal eine Zeit lang zusammenlebt und dann von den Abenteuern her ist es ja auch erstmal so ein bisschen gedämpft. Was dann nicht bedeutet, dass gar nichts passiert. Ihr Lieben, natürlich passieren Dinge, aber die kann man erst zum Schluss genauer einordnen, zum Beispiel, was das für eine Bedeutung haben soll. Aber ich will nur sagen, die Geschichte ist am Anfang so, ja, dass sie so gemächlich weiter plätschert, so genau wie das erste Buch aufhört. Und dann irgendwann ab Seite 200 zieht merklich das Tempo an, ihr Lieben. Und ja. Also dann überschlagen sich quasi, das will ich auch nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass sich dann die Ereignisse überschlagen, aber es kommt auf jeden Fall mehr hinein. Sagen wir mal, mehr, nicht auch jetzt Stimmung oder sowas, oder keine Ahnung, wie man es bezeichnen soll. Also jetzt nichts Negatives oder so. Ich fand das interessant, weil man so als Leser mitgenommen wird so und denkt, ja, das ist genauso wie das erste, ne, und stellt sich darauf ein, ja, längere Zeit an einem Ort zu verbleiben. Und am Anfang ist das ja auch so, ne, da verbringen die quasi viel Zeit im Haus und der Fokus liegt auf die Hintergründe der Figuren und die bauen sich weiter aus und die Geschichte entwickelt sich immer weiter und der Leser erfährt immer mehr von den Dingen, die im ersten Teil zum Beispiel gar nicht erklärt worden sind. Und dann auf einmal zieht die Geschwindigkeit an der Geschichte und es geht dann richtig ab, sozusagen. Ja, wir verlassen die Erde tatsächlich auch mal ganz kurz auf anderen Planeten. Wir, ja, will ich jetzt nicht sagen, aber der Fokus, der liegt jetzt nicht darin, sondern es wird auch Dinge mit Zeit zu tun haben. Also wir reisen nicht nur zwischen ja, Planeten, also Space und Time sozusagen, aber es geht schon in diese mystische Richtung weiter. Also man muss sagen, interessanterweise hat quasi etwas überlebt, auch vom ersten Teil noch, nicht nur die Schwester von Seli, die Inni, wo jetzt quasi mehr Fokus drauf gelegt wird, deren Hintergründe zu beleuchten, sondern auch ein Mogrech sozusagen, die ja zerstört worden sind im ersten Teil mit ihrer Basis auf der Erde. Es spielt auch ja eine Rolle, wieder so bestimmte Locations, die man vom ersten Teil schon kennt und natürlich auch neue, ne? Denn wir sind ja immer noch in derselben Stadt sozusagen und viele Begebenheiten kennt man schon vom ersten Teil. Ja, und es gilt natürlich wie immer, die Welt zu retten. Also wie im ersten Teil auch. Die Geschichte setzt sich da quasi nahtlos weiter fort. Ich lese euch mal den Klappentext hinten vor, was hier auf dem Buch zu finden ist. Nach der Rettung der Welt hatte sich Rick auf erholsame und magische Sommerferien in Selis Villa Xanadu gefreut. Ein unerwarteter Hausgast und ein zerbrochenes Glas Quittengelee sind aber nur der Anfang eines neuen Abenteuers jenseits von Zeit und Raum. Er steht auch hier drauf. Ja, also das habe ich jetzt gar nicht gelesen, ihr Lieben, hinten in den Text. Ich habe echt nur das Buch gelesen, über eine gewisse Zeit lang. Und ja, bin quasi in meinem Urlaub damit auch fertig geworden. Na, ich hatte das so, ich glaube, im Winter oder sowas begonnen. Das habe ich immer gelesen, wenn ich gebadet habe. Ne? Und dann irgendwann hatte ich dann noch 100 Seiten oder sowas und die habe ich jetzt in meinem Urlaub durch. Ja, was kann ich wie gesagt sagen zu dem Buch? Wunderbar, wunderbar, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, ihr Lieben. Es liest sich insgesamt ein bisschen flüssiger, weil Christian Pfeiler sozusagen irgendwie hat er mir mal so erzählt, einige Kritiken quasi oder ich weiß ja nicht, wie man das nennen will. Vorschläge oder was auch immer von anderen Leuten umgesetzt, die Probleme hatten mit dem Vokabular quasi des ersten Buches, die einfach fanden, das ist schwer zu lesen gewesen, aufgrund der vielen Fachbegriffe oder Fremdwörter, die darin vorkamen, hat er jetzt ein bisschen abgeschwächt.
Na, also jetzt sind immer noch welche drin, aber nicht mehr in dem Umfang. Also im Teil 1 wurde man ja regelrecht bombardiert. Das fand ich ja schon eine interessante Herausforderung für mich. Also für mich, ich persönlich hatte da meinen Spaß dran, ne? Gewisse Dinge mir darüber Gedanken zu machen, nachzurecherchieren, was da überhaupt gemeint und so weiter. Das fehlt jetzt hier in dem Buch. Also für mich jedenfalls, ich habe kein einziges Mal mehr nachrecherchieren müssen bei Google oder was weiß ich, wo auch immer. Und nimmt sozusagen, aber jetzt nicht negativ gesehen, weil es ist ja auch die künstlerische Freiheit sozusagen, sein Buch so zu gestalten, wie man möchte, ne, ihr Lieben. So ein bisschen für mich die Schwierigkeit heraus. Aber, ihr Lieben, das ist nämlich das Nächste, oder was ich so sehe an der Geschichte. Dieses Buch ist ja kein Standalone-Buch. Also um hier einzusteigen, muss man ja das erste Buch kennen. Und das heißt, alle Leute müssen sich ja trotzdem durch das erste Buch quälen, in dem Sinn, ne? Falls es so ist, dazu als Quälerei ansehen. Ehe sie mit dem hier etwas ja, einfacher weitermachen können. Von daher werte ich das so ein bisschen als ja, Vereinfachung oder sowas, als Entspannungsphase oder so, ne, für den Leser. Aber vom Prinzip her macht das sich jetzt nichts, ne, groß. Hätten eigentlich auch die Sachen noch drinstehen können. Aber ich sage, das ist künstlerische Freiheit. Ich bin damit zufrieden, auch so wie es ist. Es ist ein sehr, sehr gutes Nachfolgewerk geworden, was genau die Ansprüche erfüllt und sogar, finde ich, vom Umfang her den ersten Band übertrifft, ne? Und ja, von daher kann ich das nur jedem empfehlen, der schon das erste Buch gut fand, der wird hierin seine helle Freude oder hiermit seine helle Freude haben. Denn das ist einfach top, ne? Und so wie ich das aus dem Nachwort quasi, ne? Übrigens Nachwort, ne? Danke, mein Lieber, ne? Also da werde ich tatsächlich auch noch selber drin erwähnt. Ihr Lieben, ich suche mal die Passage raus. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen auch schauen. Selber schauen. Ich weiß noch nicht. Ich muss noch mal hier an der Kamera drehen. Wo bin ich? Da oben. Also ich maße mir an zu meinen, dass ich dieser ominöse Dave hier bin. Denn auf der anderen Seite seht ihr schon hier was von C64 Diskettenmagazin Digital Talk, wo eine ja, Leseprobe sozusagen aus dem ersten Buch erschienen ist, als die Geschichte ja, noch unter meiner Führung war. Hätte ich auch gern wieder mit dem zweiten Teil gemacht, aber zu dem Zeitpunkt war ich schon kein Chefredakteur mehr, ihr Lieben. Und naja, so spielt eben das Leben. Ja, und wie gesagt, hier im Nachwort, das wollte ich eigentlich zuerst sagen, erfährt man, dass diese Grundgeschichte natürlich auf einem gewissen Muster immer noch basiert. Also das war ja quasi ursprünglich als Commodore 64 Spiel gedacht, diese ganze Geschichte, die jetzt hier in diesen Büchern niedergeschrieben ist, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Und der andere Rest, der jetzt so hinzukommt, ich nehme an, da kommt ja noch ein dritter, ne, ein drittes Buch, entwickelt sich. Also das kennt er selber nicht und er schreibt, dass er quasi beim Schreiben die Ideen entwickelt. Ne? Also das Grundgerüst ist da, aber alles andere, was passiert, das ja, schmückt er quasi aus oder entwickelt die Geschichten während des Schreibens. Und das ist eine ganz interessante Gabe, finde ich. Ihr Lieben, wenn man sowas machen kann und das passt hinterher zur Geschichte selber, weil man muss ja auch bedenken, ne? Also vom Prinzip, wenn ich sowas machen würde, würde ich die ganze Zeit immer überlegen, habe ich jetzt irgendwo einen Fehler drin, weil ich bestimmte Dinge vielleicht vorher schon anders beschrieben habe und jetzt auf einmal muss ich die Geschichte, ja, weiß ich auch nicht, weiterführen und erzählt da was ganz anderes und nachher passt das nicht mehr. Ich muss die ganze Zeit im Kopf haben, das muss so und so auch wieder passen, ja, und sinnig klingen und einen Sinn ergeben auch vor allen Dingen. Wüsste ich jetzt nicht, ob ich da so in der Lage zu bin, aber er ist ja quasi, der Christian ist da quasi Meister drin.
Also wirklich gut. Und wie gesagt, was ich sagen wollte hier mit dem Anzug, ne? Also die Geschichte zieht an ab Seite 200 oder sowas rum. Das merkt man auch an, ja, jetzt nicht vielen. Also ich würde nicht sagen, dass da einige Rechtschreibfehler drin sind. Es sind ein paar drin, aber ihr Lieben, das hier ist noch so eine Art Vordruck. Und ich bin mir sicher, dass die, also Dinge, die ich jetzt so drüber gestolpert bin, wahrscheinlich in der finalen Version schon oder wieder entfernt worden sind, was ich hoffen will. Und diese Dinge passieren ab, ja, Seite 200, ne? Also 217, glaube ich, oder sowas. Da fing das erste an. Das war jetzt auch nichts Dramatisches, ne? Also dann wurde aus eines oder sowas. Aber man stolpert so ein bisschen drüber, ne? Und ich lasse jetzt die komplette Kommastellung und so weiter, die lasse ich weg, ne? Das ist künstlerische Freiheit für mich. Da will ich jetzt mich nicht drüber auslassen. Aber es gibt so, ja, drei, vier Unstimmigkeiten an einigen Stellen. Und ich hoffe, dass diese Geschichten mittlerweile behoben sind. Ja, selbe Prinzip wie beim ersten Band, ihr Lieben. Dieses Buch gibt es als PDF zum Runterladen kostenlos, ne, auf der Webseite von Christian Pfeiler. Aber wer hier so ein schönes gedrucktes Exemplar haben will, der kontaktiert ihn einfach per E-Mail. Und ich glaube, der Preis, das ist ja auch nur so ein symbolischer Preis, das ist ja nicht der wirkliche Machtkostenpreis, den er da verlangt. Es sind 10 Euro inklusive Versand und so weiter. Meine ich jedenfalls. Also nagelt mich nicht fest, ich war nicht mehr auf der Webseite gucken. Aber das war auch zumindest der alte Preis. Und ich nehme an, er macht das dann auch so weiter. Aber nicht festnageln, ihr Lieben. Ich verlinke euch die ganze Geschichte hier unter das Video natürlich. Ich blende auch jetzt mal den Link hier ein. Und jeder, der Interesse hat, ja, der schaut da einfach mal vorbei und lässt sich auf das Abenteuer ein. Es lohnt sich auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Und ich danke nochmal an dieser Stelle. Christian, danke dir für dieses wunderbare Buch. Hat mir sehr gut wieder mal gefallen, mich unterhalten. Und es war spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Und das spricht eigentlich für die Qualität des Buches. Ihr Lieben, ich hau mich raus. Macht's gut.